Solange es Steinpilze gibt, muss man das natürlich ausnützen. Und was könnte besser sein als Rehkoteletts mit Steinpilzen? Das wollen wir auch heute machen. Und dazu passt natürlich ein Rotwein. Aber es sollte nicht zu schwer sein. Eher ein leichter Rotwein wie ein Dornfelder aus der Pfalz. Der Wein kommt auch ins Gericht rein. Damit wird abgelöscht. Und nachher werden wir ihn dazu trinken. Ein Kontrollschluck muss natürlich immer sein. Und bei so einem guten Wein macht das natürlich auch Freude. Jetzt müsste ich allerdings die Pilze putzen. So, jetzt habe ich die Pilze geputzt und jetzt kommen die Kartoffeln in die große Pfanne mit Butterschmalz. Kleben natürlich ein bisschen aneinander. Deswegen tut man sie am besten mit den Fingern rein. Jetzt müssen die Kartoffeln natürlich gewendet werden. Wir wenden sie ein paar Mal, dann sind sie schön knusprig. Und dann kommen die Steinpilze dazu. So, jetzt kommen die Pilze rein. Ich habe ein bisschen gesalzen und gepfeffert. Kartoffeln waren natürlich schon vorher gesalzen. Ne? Und jetzt wird das Ganze schön gewendet. Und jetzt kommen die Steaks rein. Die haben wir natürlich ein bisschen abgeschirmt mit Folie. Die pfeffern wir gleich, aber erst zum Schluss salzen. So, jetzt müssen sie ja, schön angebraten. Und jetzt wird mit Brühe abgelöscht. Und mit Rotwein. Und Deckel drauf. Jetzt wurden die Koteletts noch 10 Minuten gedünstet. Ich habe alles angerichtet, zum Schluss noch gesalzen. Und jetzt geht's zu Tisch. Und ich wünsche Weidmanns Heil. Rehkoteletts mit Steinpilzen. Die Zutaten für 4 Personen. Ein halber Rehrücken in Koteletts geschnitten, 750 Gramm speckige Kartoffeln, 500 Gramm Steinpilze, 1/4 Liter Rotwein, 1 Tasse Rinderbrühe, ein halbes Bund gehackte Petersilie, Salz und Pfeffer aus der Mühle sowie Butterschmalz.